Ahoi, hoi und herzlich willkommen bei der neuen Folge von XCOM Enemy Within. So, ich werde jetzt etwas Geschwindigkeit zulegen. Wir werden jetzt endlich da angreifen. Nicht erst Exalt vernichten, sondern wir werden die Aliens direkt jetzt mal angreifen. Viel zu lang eigentlich gewartet damit. Das Einzige, was ich jetzt noch schauen werde auf die Schnelle, ob ich ihr ein gescheites Snipergewehr geben kann, also bauen kann. Param, param, bla bla, hin und her und so weiter. Schwerer Laser, Präzisionslaser, na bitte. Kostet sogar eigentlich ein Popel, wenn man es genau nimmt. $24 oder whatever. Nur für das, nehme ich hin. Dann schauen wir auch gleich wegen, nicht den Genlabor, sondern MacBauen aufrüsten. 70 Melt haben wir. Das ist gut. Dementsprechend bekommt... Tja, entweder heilen oder vernichten. Er bekommt das Vernichterpaket umgeschnallt. Die nächste Erweiterung bekommt dann der andere, der bekommt das Heilen. Ja, in diesem Sinne. Angriff. Nicht ewig warten. Wie viel machst denn du eigentlich? 3 bis 5 Basisschaden. Exalt. 5 bis 7, schau das an, das macht viel mehr Damage. 5 bis 7, verdammt, ich hätte das gar nicht bauen müssen. Ich hätte das einfach von Exalt nehmen können. Was nebenbei auch besser aussieht. Kritische Trefferchance 30, 30, 9 bis 11 Kritschaden. Ja, wir nehmen das. Das sieht cool aus. Gut, pistolentechnisch schaut es hier eh nicht so gut aus. Hin und her, bla bla. Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, wir sind komplett, tutti completi und los geht's. Wir überspringen das Video jetzt, wir wollen es doch nicht dauernd anschauen. Wir landen. Dann landen wir. Dieser Generalschlüssel sollte Ihnen Zutritt zum Alienlager verschaffen. Wir haben aber nur diesen einen Versuch. Den sollten wir nutzen. Werden wir. Leise und unauffällig. Jetzt hörten die Roboter hinten unter. BOOM! Gott allein weiß, was sie mit diesen Leuten anstellen. Noch ein Grund mehr, sie in die Hölle zu schicken. Los jetzt. Oh, sanft die Katze. Bisher haben wir keinen Sichtkontakt zum Feind. Das ist aber kein Grund, die Füße hochzulegen. Wir rechnen mit erbittertem Widerstand. Wahrscheinlich rücken die Aliens gerade vor. Ja, davon würde ich einfach mal ausgehen. So, dementsprechend müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtiger aufstellen. Rücke aus! Na komm, nutze es. Aha, da kann jetzt plötzlich nicht drauf springen. Naja, egal. Wir lassen das jetzt mal einfach so im Raum stehen. So. Sie bleibt einfach mal stehen. Alles klar. Rolling. Enemy in sight. Oh, verdammt, Chrysaliden. Alles klar. Dann wissen wir schon, was zu tun ist. Schon unterwegs. Ah, das Bewegen war jetzt nicht so intelligent. Der hätte zweimal schießen können. Okay. Aber okay. Und der hätte jetzt hinlaufen können, ihm in die Schnauze hauen können. Verdammt, ein Fehler nach dem anderen. Das ist nicht unbedingt optimal, sage ich einmal. In Bewegung.
Was ich aber machen kann. Abwarten. So. Er versucht mit der Railgun den Vordersten umzunieten. Okay. Erledigt. Perfekt. Das kann man lassen, sag ich einmal. So, sie wird sich mal dorthin verpflanzen. Das wird jetzt tricky. Fertig, nachgeladen. Position bestätigt. Hacken wir's an. Der soll ein bisschen weiter vorlaufen. Der hat eh noch volle Muni. Sie lässt mal die Augen offen. Und er darf auch zunächst. Seit wann kann Action-Man so weit laufen? Back in. What was that sound? Okay. Ich sehe gerade, in diese Richtung werden wir eh nicht mehr viel reißen. Das heißt, kehrt um! Man laufe in diese Richtung. Hallo? Bin schon dabei, Commander. Natürlich werden die Bots einmal vorgeschickt, haben deutlich mehr Leben. Actionman, leider, du musst wieder zurücklaufen. War von mir falsch eingeschätzt, das Ganze. Was macht er? In Bewegung. Bin auf dem Weg dorthin. Was zur Hölle? Okay. Ja. Wir kennen jetzt den Ort, an dem sie die Entführten verschleppen. Was sie damit bezwecken, wissen wir aber immer noch nicht. Mir fällt gerade auf, der ist noch immer dunkeltürkis. Mann. Den Namen sollte ich echt mal ändern. Auf den Weg. Bin unterwegs. In diesem Szenario werde ich wieder deutlich langsamer vorgehen, glaube ich. Aha, okay. Ja, ich habe sie gehört. Gehe los. Dass der so ein Lahmarsch. So, dass er ein Lahm ist, geht mir ziemlich auf die Nerven. Im Auge.
Je reste en observation. Już tam idę. Tak, broń w pogotowiu. Okay, and a cyber disk, so it's all sick. Zgadusz. Was sagt Action Man? 86, das gefällt mir schon besser. I'm about to start keeping score. Position confirmée. Ich begebe mich an neue Position. Zu Befehl. Nein. Fast verdrückt. Wow. Ernsthaft. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So daneben schießen. Heftig, heftig. So, das heißt, sie hat eh keine Feuer mehr, also keine Munition mehr. Ah, sie könnte sogar noch. Wir schauen aber mal, wie ein Battle aussieht. Unser Bot gegen einen von denen. Ich würde sagen, er hat deutlich gewonnen. Daneben. Na gut, shit happens. Und nochmal daneben, sehr gut. Oh. Keine Munition mehr. Hm? 47. 27, noch besser. Es wird ja immer besser hier. Gut, na gut, na gut, na gut. Okay, kann man lassen. Okay, hat auch was gemacht. Ah, er darf nochmal. 37? Was? Gut, dann machen wir das anders. Eine mit tödlicher Geschwindigkeit. Komm schon. Ja, das war Fail. Das ist doch Riesenkacke. Das ist doch Riesenkacke. So, wir haben jetzt aber keinen mehr, den wir auswählen können, oder? Schlecht. Ganz schlecht. Wie weit kannst du eine Granate werfen, mein Freund? Nicht weit genug, würde ich sagen. Hm. Okay, damit der sind wir... kommt nicht. Waffe leer. Les ennemis se regroupent. Alter! Ich hab Tropfen geballert. Schuss hat nicht gesessen. Geht in den Fall. Ich hab's probiert. Das ist nicht gut. Bereit?
bereit zum Angriff. Der ist tot. Locked and loaded. Okay, keine Treffer eingesteckt. Eigentlich ganz gut so. Läuft also so gesehen eigentlich optimal. So, der darf mal nachladen. Sie hält mal die Augen offen. Er auch. Er lädt auch mal nach. Sie hält auch seine Kugeln offen. Okay, dass wir nicht allein sind, ich glaube, das war klar. Ich bin schon auf dem Weg. Je m'en charge, pendant. Verstanden, bin unterwegs. Alter, ja, okay. On the move. Gut. Ich würde sagen, da hat man gerade eine Cyberdisk gehört. Das ist natürlich die große Frage, wo geht's dann weiter? Da hinten schaut's irgendwie so aus, als ob, ne? Oder? Da geht's auch noch weiter. Okay. Das heißt, nur mal erhöhte Position suchen quasi. Schon unterwegs. Da kommt wieder die unglaubliche Lauffähigkeit. Rück aus! Gewisser Soldaten zum Zuge. Aye, aye, Commander. Droge. C'est quoi qui fait ce bruit? So, wir werden jetzt mal darauf gehen. Und sehen nichts. Okay. Das ist soweit in Ordnung. So. Dann werden wir euch die Bots und den Sniper darauf stellen. Genau genommen werden wir alle darauf stellen und mal runterballern lassen. Understood. Moving out. So. Position bestätigt. Okay. Was lagern Sie nur in diesen Tanks? Will ich das wissen? Das ist die Frage dabei. Position bestätigt. Wird auch
Okay. Er sollte lieber nicht allein da unten sein. On the move. Wenn der Berserker da jetzt raufkommt, könnte das echt problematisch werden, sag ich einmal. 56. Was ist denn hier los? 67. Tun wir mal. Treffer. 67, leck mich doch, was ist da jetzt? Gut, sie kann nur mit der Pistole schießen. Probieren wir es. Wow. So, das heißt, er ist dran. Probieren wir es einfach. Justiere Zielvorrichtung. 100 kann aber nur 2 Schaden machen. Auf Nummer sicher gehen. So, und er... Yeah! So, ich verbarrikadiere mich hier mal wegen dem Berserker, der gleich raufhatschen wird. Wenn der raufkommt, bekommt er eine heiße Überraschung. Oder Moment, der bleibt da unten stehen. Ich glaube, ich habe es gehört. Da unten steht er. Wir hatten alle Granaten. Sie. Ja, nicht. Aber er hat noch ein paar. Ich glaube, wir sind hier nicht allein. Ja, das würde ich sogar so unterschreiben, mein Freund. Komm schon. So, und weil der Sack sonst eh nicht da heraufkommt. Je me dirige vers la position. Kommen wir halt runter. 2 Granaten waren mehr als genug für den Sack, sag ich einmal. Oh verdammt, ich sehe leider gerade, dass unsere Zeit davonläuft. Auf den Weg. Die Folge ist so gut wie um. Naja. Ah ja, Blödsinn, der hat er schon. Got it. Moving. Okay. Was hat er jetzt Großartiges vor? Außer nichts, alles klar. Wie viel kannst du machen? 87, na mal schauen. Brav. Okay, also sehr intelligent sind die Typen wirklich nicht. Naja, sind doch nur Berserker. So, und ich werde hier jetzt mal einen Break machen. Soweit lief alles gut. Belassen wir es mal für diese Folge dabei. Und mal schauen, was in der nächsten Folge so passiert. Ob es weiterhin so gut läuft oder ob ich wieder irgendeinen Quatsch mache, der mich quasi selbst stranguliert.
Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es ist so interessant für euch wie für mich. Wie gesagt, ich spiele das Spiel gerne. Und ich freue mich über jeden Einzelnen, der dazu sieht und das vielleicht auch kommentiert. Und am meisten freue ich mich natürlich über Abonnenten und Finger hoch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Noch einen schönen Tag. Cheerio.